herzliches Willkommen zu dieser Session mit dem Titel Ein MOOC ist nicht genug, OER-Kompetenzen nachhaltig aufbauen. Herzliche Grüße aus Graz von mir. Mein Name ist Nadine Linschinger, ich bin hier OER-Projektmanagerin und von meiner Kollegin Christina Neuböck, die den Fachbereich für Kompetenzportfolios leitet am Zentrum für Digitales Lernen und Lernen der Universität, Graz und im letzten Jahr OER-Fortbildungen durchgeführt hat. Wir sind heute an verschiedenen Orten in Graz. Christina gerade aus der Mittagspause ihrer Lehrveranstaltung und ich aus meinem ruhigen Büro. Und wir freuen uns jetzt sehr auf diese Session. Was Sie erwartet, ist nicht nur ein schönes Bild vom Hauptgebäude der Universität mit dem OER-Logo, sondern, wie der Titel sagt, Kompetenzen nachhaltig aufbauen, haben wir uns die Metapher der Bausteine gewählt für unsere Präsentation. Und wir sprechen zuerst über strategische Bausteine, die unseres Erachtens nach wichtig sind, um OER überhaupt an einer Hochschule oder einer anderen Organisation jeglicher Art etablieren zu können, und fokussieren dann auf Weiterbildung als einen der zentralsten Bausteine. Da berichten wir natürlich aus unserer eigenen Weiterbildungsoffensive und auch aus den Daten, die wir hier raus auch schon gesammelt und ausgewertet haben. Und daraufhin folgt der Ausblick, wie die Bausteine zusammenspielen können für eine nachhaltige OER-Verwendung und Kompetenzaufbau und wie das an der Universität Graz aktuell auch ausschaut. Und zuletzt möchten wir dann zurückgeben an das Publikum, an Sie, und fragen, wie Ihre OER-Bausteine denn so aussehen und Ihre Prioritäten, die Sie sich da setzen würden. Dann lege ich direkt los mit dem ersten Kapitel der Präsentation, nämlich den strategischen Bausteinen für die Etablierung von OER. Und da ist der wichtigste Baustein, der aber vielleicht nicht als erstes kommt, aber wenn er mal da ist, ist er quasi die Grundlage für alles, eine OER-Policy an der Hochschule zu schaffen, um das Ganze strukturell verankern zu können. Die Universität Graz hat nämlich als erste Universität Österreichs 2020 eine OER-Policy beschlossen. Das ist eben ein Dokument, das wirklich konkret zugeschnitten auf die Nutzung von OER und die Produktion und auch Veröffentlichung von OER im Namen der Universität und so weiter zugeschnitten ist, und diese Policy legt den Grundstein für alles andere, was an der Universität Graz passiert. Das heißt, sie ermöglicht und auch sie empfiehlt die Nutzung für Studierende und für Lehrende. Sie legt Nutzungsbedingungen fest, in dem Sinn, wie kann die Universität da genannt werden als Erstellerin oder welche Lizenz kann da verwendet werden. Die Veröffentlichung ist geregelt, einerseits am Medienserver der Uni, die wir haben, und andererseits auch am eigenen Repositorium, das gerade sich in Entwicklung befindet und schon zu Beginn des nächsten Jahres online gehen wird. Und zusätzlich ist auch ein Commitment zu Unterstützungsangeboten drin enthalten. Das bedeutet quasi, dass die Universität sich dazu bekennt, die OER wirklich laufend durch Webinare, durch Workshops, durch Anleitungen, was es auch immer ist, an das Personal zu bringen. Und das ist auch im Entwicklungsplan der Universität abgebildet und in der Leistungsvereinbarung. Das sind zwei relevante Dokumente, die auch mit der Finanzierung der Universität zusammenhängen und mit den Zielen, die die Universität erreichen muss. Und wenn man dann diese Policy quasi hat als Baustein oder wenn man an ihr arbeitet, aber wenn ein Dokument vorliegt, das ein Commitment der Uni beinhaltet, dann ist es wichtig, nicht nur von top-down zu sagen, wir sind jetzt committed, also machen wir das, sondern man braucht natürlich auch Workflows, man braucht auch Verantwortlichkeiten und einfach die Chance, dass das auch tatsächlich an die einzelnen Personen gelangt. Weil nur weil oben im Elfenbeinturm jemand etwas beschließt, heißt das noch nicht, dass es umgesetzt wird. Das heißt, der zweite Baustein, den wir hier hervorheben wollen, ist die Verankerung eines OER-Workflows. Das heißt, sich zu überlegen und festzulegen, welche Servicestelle, welches Institut oder auch welche Einzelperson vielleicht ist dafür verantwortlich, dass dieses OER-Policy umgesetzt wird. In Graz haben wir eben mit dem Zentrum für Digitales Lernen und Lernen hier eine Stelle mit Expertise angesiedelt, mit auch der konkreten Stelle der OER-Projektmanagerin,
die sich um diese Dinge kümmern kann. Denn nur wenn man weiß, bei wem man sich melden kann, können auch Dinge wie interne inhaltliche Schulungen durchgeführt werden oder Workflows, Verantwortlichkeiten geklärt werden und nicht zuletzt diese Informationen auch an der Universität gestreut werden. Schließlich muss ja auch die Informationen alle gelangen, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Open Educational Resources zu produzieren und zu teilen und nicht unter dem eigenen Urheberrecht oder unter dem Urheberrecht der Universität zu veröffentlichen. Und was jeder Workflow auch natürlich beinhalten muss, ist eine Qualitätssicherung. Also Evaluation am Ende, Datensammlung vielleicht, wie stark das Repositorium genutzt wird oder diverse Befragungen, um herauszufinden, wo hakt es vielleicht noch oder was funktioniert gut. Also auch das empfehlen wir hier als Baustein nicht zu vergessen. Ein beispielhafter Workflow an der Universität Graz. Wir arbeiten gerade einen aus. Das passiert auch sehr stark in Kooperation mit Open Education Austria. Das ist ein Projekt, wo auch andere österreichische Universitäten dabei sind, um eben groß OER zu verankern. Und hier stammen auch viele dieser Workflows oder viele dieser Ideen einfach raus und werden dann auf die Universitäten umgemünzt. Und das kann natürlich mal beginnen mit: Bei wem müssen sich Lernende überhaupt melden? Und wie funktioniert das? Gibt es da ein Ticketsystem oder reicht es da anzurufen oder eine Mail zu schicken? Und wenn das passiert ist, wie wird dann beraten und wer berät und wer hat überhaupt die Kompetenz zu beraten? Also gibt es ein Beratungsgespräch, wird hier aufgeklärt über Lizenzen, wird hier erzählt, was bedeutet es überhaupt, unter CC zu lizenzieren oder was bedeutet es überhaupt, eine OER zu veröffentlichen? Das heißt ja für viele zum Beispiel, dass sie ihre Lehrveranstaltung vollständig überarbeiten müssen, weil Bilder oder Texte verwendet sind, die eben nicht innerhalb einer OER weiterverwendet werden dürfen. Und auch weitere Fragen, die sich dann ergeben, ist, wer produziert das dann? Macht das auch dann diese Servicestelle? Gibt es hier ein Kamerateam oder gibt es hier jemanden, der da dann auch schreiben kann? Oder gibt es hier bloß Aufklärung und Beratung, aber die Umsetzung muss dann selbst erfolgen? Und je nachdem, wie es ist, ja auch die Frage, wer zahlt das dann und wie wird das vereinbart? Gibt es hier Einverständniserklärungen, vermutlich auch Lizenzerklärungen? Ich erkläre mich einverstanden, das unter der Lizenz XY dann zu veröffentlichen und so weiter. Und die Durchführung der OER-Erstellung ist tatsächlich dann oft eine größere Aufgabe als erwartet. Wie wird das Lernobjekt erstellt? Wo wird das gefilmt? Gibt es überhaupt ein Studio? Und wenn nein, kann das eingerichtet werden? Wofür gibt es auch Ressourcen? Und nicht zuletzt die Frage, wer kontrolliert das Ganze? Wer hat die Verantwortung dafür, dass das Urheberrecht nicht verletzt ist in dem Lernobjekt? Oder passiert die Qualitätssicherung? Schließlich können nicht Personen in einem Zentrum wie unserem die Qualität von Lernunterlagen sämtlicher Fachbereiche einer Universität sichern. Wir können nicht verifizieren, ob das jetzt in der Physik beispielsweise richtig ist, was da steht. Und wenn diese Dinge klar sind, dann geht es natürlich auch der Frage an, was bedeutet das denn überhaupt? Also wo kommt das dann hin? Wird es ausgeliefert an die Lehrperson und stellt die das dann nur in ihr Lernmanagementsystem und für 20 Leute auf Moodle und es ist dann eigentlich gar keine OER oder geht es wirklich auf öffentliche Plattformen oder Repositorien raus und geht es wirklich in die Welt und erfüllt es dann wirklich die Open Educational Resource Idee. Dafür haben wir dann auch zu Ihrer Nachlese noch ein paar Leitfragen mitgebracht, die das Ganze, was ich jetzt mündlich erklärt habe, noch ein bisschen struktureller aufbereiten. Das gibt es dann auch in der Nachlese im Etherpad zu diesem Barcamp. An dieser Stelle der Hinweis, es gibt ein Etherpad. Wir haben schon ein paar Links und weiterführende Informationen reingestellt. Gern nutzen zum Mittippen, zum Fragen notieren oder Ähnliches. Und zuletzt eben, wenn man jetzt die Struktur hat, wenn man den Workflow hat, wenn man weiß, wer wofür verantwortlich ist und was passieren kann, dann ist die Frage noch, welche Unterstützungsmaßnahmen sind jetzt konkret draußen für diejenigen, die jetzt nicht in dem
OER-Zentrum sitzen, sondern für alle anderen tausenden Bediensteten und auch Studierenden. Und da hat die Universität Graz Beratungsleistungen auf einer Website zum Beispiel, im OER-Infoportal, das eigens geschaffen wurde, oder eben per Mail oder Telefon. Da gibt es aktive Unterstützung an der Universität Graz bei der Produktion. Da gibt es Medienproduzenten, die wirklich tolle Videoproduktionen durchführen können für Lehrende. Da gibt es eine OER-Infrastruktur mit einem eigenen OER-Portal an der Universität, das noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres online geht und wo wirklich in einem guten, sinnvoll strukturierten Repositorium die Lehrenden auch sicher auf eigenen Servern und trotzdem öffentlich ihre OER veröffentlichen können. Und da gibt es konkrete Weiterbildungen wie den OER MOOC, den wir mit unterstützenden Begleitangeboten durchführen, um bestmögliche Schulung zu gewährleisten und eben nachhaltig Kompetenzen aufzubauen. Also hier ist die Universität Graz österreichweit relativ weit fortgeschritten in all diesen OER-Maßnahmen. Und wie die Weiterbildung konkret ausschaut, soll ja der Fokus sein, auf den wir jetzt noch legen. Und für den übergebe ich jetzt an meine Kollegin Christina Neuböck. Ja, liebe Nadine, herzlichen Dank. Ein recht herzliches Willkommen auch von meiner Seite an die Zuhörerinnen. Die Nadine hat Ihnen schon sehr viele Bausteine rund um den Aus- und Aufbau von OER-Kompetenzen nähergebracht. Und ein wesentlicher Baustein, um OER-Kompetenzen entwickeln zu können, ist eine OER-Weiterbildung. Wir an der Universität Graz haben im Rahmen des Projektes Open Education Austria Advanced dazu als Basis einmal einen MOOC entwickelt. Dieser MOOC wird über die MOOC-Plattform iMox, die die Technische Universität Graz zur Verfügung gestellt, kostenlos an jeden Interessierten zur Verfügung gestellt. Und wie Sie hier sehen auf unserem Bild, auf der linken Seite haben wir den MOOC aufgebaut in 4 Lektionen. Das heißt, wir versuchen in 4 Lektionen einmal ein gutes Basiswissen an Interessierte, an MOOC-Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu vermitteln. In der ersten Lektion starten wir einmal mit einer Einführung. Diese Einführung versucht einmal ein grundlegendes Wissen zum Thema OER zu vermitteln. Wir haben hier auch ein Video extra produziert, wo Stimmen aus der Hochschule von Lehrenden, von Studierenden, von Institutsseite auch zusammengetragen werden, um die Vorteile von OER mal auf den Punkt zu bringen. Aber wir möchten auch in dieser einführenden Lektion schon ganz gezielt darauf hinweisen, welche Herausforderungen da sind damit verbunden, und gehen auch schon inhaltlich weiter, nämlich indem wir das OER, die Verbindung von Open Educational Resources und das österreichische Urheberrecht auch miteinander verbinden. Das heißt, in der ersten Lektion bekommt man einmal eine gute Übersicht für alle Beginner, für alle, die ganz neu auch mit der Materie sich vertraut machen möchten, ist diese erste Lektion einmal ganz ein wichtiges Basiswissen. In der Lektion 2 geht es dann ganz konkret schon darum, wie der MOOC auch heißt, in die Nutzung von OER. Das heißt, wir gehen hier schon in ein Detailwissen über CC-Lizenzmodelle, wie muss ich auch mein Material auch lizenzieren, wie kann ich es teilen, wo finde ich letztlich auch OER und wie kann ich auch die Qualität von OER sicherstellen. Einerseits natürlich in der Nutzung, schlägt sich dann natürlich auch schon auf die Lektion 3 über, wenn ich nämlich an die Erstellung von Open Educational Resources gehe. Hier versuchen wir einmal mit einfachen Grundregeln zu starten, zeigen dann auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie man konkret Lizenzen miteinander kombinieren kann, machen auf rechtliche Aspekte in der Erstellung von OER aufmerksam und gehen dann auch noch den Weg, dass wir sagen, wichtig ist in der OER-Erstellung, so wie es die Kollegin schon angesprochen hat, zum Veröffentlichen. Wird ja auch sehr oft vergessen. Es reicht nicht nur, OER zu verwenden, sondern man möchte der Community auch was zurückgeben und in der Erstellung auch diesen Punkt der Veröffentlichung nicht zu vergessen. Lektion 4
Hat man noch einmal so ein bisschen eine Zukunftsvorschau sozusagen zum Inhalt? Hier geht es ganz stark darum, auch Erfahrungsberichte aus der OER-Praxis zu bringen, sich anzuschauen, was kann ich machen mit OER und wie kann ich auch zukünftige OER-Projekte planen. Sie sehen also, dass diese Gliederung schon ganz stark auf dieses OER-Nutzen und Erstellen auch übergeht. Und der MOOC setzt sich im Detail dann so zusammen, dass wir 16 Lehrvideos haben. Jedes der 16 Lehrvideos hat auch ein Transkript. Und wir versuchen, möglichst aktuell zu jedem Lehrvideo, zu jeder Thematik auch immer Begleitmaterialien und Literaturverweise auch zur Verfügung zu stellen. Das hat sich dann bereits in den ersten 6 Monaten, wo wir jetzt online sind, schon als Herausforderung auch erwiesen, dass man da auch wirklich immer das Begleitmaterial so aktuell wie möglich hält. Das wird erweitert. Manchmal muss man es auch reduzieren, wenn Materialien veraltern. Zusätzlich haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich in teilweise moderierten Foren auch zum Erfahrungsaustausch zu treffen, erstellte OER auch hochzuladen, sich auszutauschen, aber auch ganz konkret offene Fragen an uns Vortragende zu richten. Und sie bekommen sozusagen, werden aufgefordert, offene Fragen zu stellen. Und wir hoffen dann natürlich auch immer, dass wir die Fragen auch gut beantworten können. Jedes dieser 4 Module schließt am Abschluss mit einem Quiz ab, sodass man bei 4 erfolgreichen Quizzes auch ein IMOX-Teilnahmezertifikat erhält. Rechts im Bild sehen Sie unseren Kateur, wir nennen ihn Kateur, das ist unsere OER-Katze. Jeder, der den MOOC kennt, jeder, der den besucht, wird über kurz oder lang mit der OER-Katze auch in Kontakt kommen, denn sie ist so dieses verbindende Element in diesem MOOC. Das heißt, jedes Video startet mit einer kurzen Einführung. Kateur macht diese Einführung, Kateur macht während den Videos auf inhaltliche Verzahnungen aufmerksam und jedes Video schließt auch mit einem Abschluss ab und Kateur fasst die wichtigsten Dinge noch einmal zusammen. Ja, jetzt ist der MOOC so die Basis für unsere Weiterbildung, die wir an der Universität Graz eben in diesem Projekt Open Education Austria Advanced entwickelt haben. Aber wir sind auch drauf gekommen, wie Sie aus dem Inhalt dieser Session ja schon auch vernehmen konnten, ein MOOC ist nicht genug. Und deshalb haben wir parallel zum MOOC auch eine betreute Weiterbildung konzipiert. Und diese betreute Weiterbildung baut sozusagen auf dem MOOC auf, wird in einem 8-wöchigen Ablauf angeboten und umfasst ein ECTS, das heißt insgesamt 25 Arbeitsstunden. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser betreuten Weiterbildung heißt das, dass sie an 3 synchronen Online-Veranstaltungen teilnehmen müssen und insgesamt 9 Arbeitsaufträge zu erledigen haben. Auf 5 Arbeitsaufträge erhalten Sie Feedback auf die Vortragenden und auf 4 Arbeitsaufträge erhalten Sie zusätzlich noch ein Peer Review beziehungsweise haben auch ein Peer Review zu geben. Und in diesem betreuten Weiterbildungsangebot ist es auch verpflichtet, sich an den Foren zu Diskussionen und zum fachlichen Austausch auch zu beteiligen. Im Gegensatz zum Selbstlernkurs, wo das auf freiwilliger Basis geschieht, ist es in der betreuten Weiterbildung eine Voraussetzung zur positiven Absolvierung. Wenn wir uns das konkret anschauen auf der nächsten Folie, dann sehen Sie so diesen Zeitablauf. Also insgesamt ist jeder betreute Durchgang auf 8 Wochen angesetzt. Das heißt, wir starten einmal mit einem 2-stündigen synchronen Meeting. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dann den Auftrag, den MOOC, die Lektion 1 und 2 zu absolvieren und die dazugehörigen Arbeitsaufträge zu erledigen und haben dafür 3 Wochen Zeit. Nach diesen 3 Wochen, die einen Arbeitsumfang von 8 Stunden enthalten, treffen wir uns wieder zu einem verpflichtenden Meeting. Das dauert wieder 2 Stunden. Und in diesem Meeting werden die offenen Fragen aus Lektion 1 und 2 besprochen
und auch idealtypische Arbeitsaufgaben auch vorgestellt und diskutiert. Zwischen dem zweiten und dem dritten Meeting vergehen wieder 3 Wochen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dann den Arbeitsauftrag, die Lektion 3 und 4 zu erledigen. Das heißt, dann schon in die Erstellung überzugehen von freien Bildungsmaterialien. Der Arbeitsaufwand beläuft sich hier auf 9 Stunden. Und im dritten Meeting werden dann wieder die offenen Fragen diskutiert, erstellte OER vorgestellt und auch die Stolpersteine in der Erstellung von OER diskutiert. Nach Abschluss des dritten Meetings gibt es noch einen allerletzten Auftrag. Und zwar sind unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer angehalten, 3 OER zu veröffentlichen. Also 3 richtige OER, das heißt entweder CC BY oder CC BY SA lizenzierte Materialien. Sobald sie innerhalb der 2 Wochen nach dem dritten Meeting diesen Nachweis über die Veröffentlichung dieser 3 OER auch erbringen, erhalten sie dann die Teilnahmebestätigung über diese betreute Weiterbildung im Ausmaß von 1 ECTS-Punkt. Ja, diese betreute Weiterbildung haben wir bereits 2-mal erfolgreich durchgeführt. Der 3. Durchgang läuft gerade und befindet sich schon im letzten Drittel. Und wir haben diese 2 Durchgänge auch evaluiert. Parallel dazu, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten 2 Durchgänge waren von 13 österreichischen Hochschulen. Wir hatten bei 2 Durchgängen 39 Teilnehmerinnen und 32 Absolventinnen. Und die Evaluierung war doch recht umfangreich. Wir haben sie aufgeteilt in insgesamt 23 Einzelfragen, 6 große Frageblöcke und haben mittlerweile 34 Tatensätze. Ja, schauen wir uns diese Evaluierungsergebnisse einmal an. Das erste Spannende ist einmal, was waren vor der Weiterbildung die Erfahrungen, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Weiterbildung mitgebracht haben. Und es war insofern sehr spannend zu sehen, dass 77% unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits vor der Weiterbildung OER genutzt haben. Und rund 63% auch schon OER vor der Weiterbildung erstellt haben. Das heißt, wir hatten eigentlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon relativ viel Erfahrung mitgebracht haben. Nur rund 13% hatten überhaupt noch keine Erfahrungen mit der Nutzung und oder der Erstellung von OER. Rechts im Bild sehen Sie dann die Einschätzung des eigenen Lernfortschritts der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wenn man jetzt das Hoch und das eher Hoch zusammenzählt, dann sehen Sie, dass rund 93% die Einschätzung des eigenen Lernfortschritts als hoch oder eher hoch sehen. Das heißt, aus meiner Sicht sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sehr viel Erfahrung schon mitbringen, trotzdem mit diesem hohen Lernfortschritt sich einschätzen, spricht das schon, dass diese betreute Weiterbildung einen sehr hohen Mehrwert auch gehabt hat und sehr viel eine Wissenserweiterung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebracht hat. Ja, wenn wir auf die nächste Folie schauen, ist es natürlich die Frage, was ist jetzt zentral für die Erreichung der Lernziele. Wir haben unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, was war so das Wichtigste, so das hilfreichste oder das eher hilfreichste Instrument. Und hier sehen wir sehr schön, dass einmal die Erledigung der Arbeitsaufträge ganz hoch eingeschätzt werden, nämlich 96% sagen, dass es gerade bei der Erledigung der Arbeitsaufträge oder die Erledigung der Arbeitsaufträge besonders hilfreich waren zur Erreichung der Lernziele. Auf Platz 2 folgt dann die Lehrvideos, die Literatur und die synchronen Einheiten. Das heißt, Lehrvideos und Literatur, damit sind die Elemente des MOOCs gemeint. Und an der 3. Stelle hier im Diagramm, die synchronen Einheiten werden gleich wichtig genannt wie die 2 Elemente Lehrvideos-Literatur im MOOC. Also Sie sehen, die Arbeitsaufträge und die synchronen Einheiten sind ganz vorne dabei und die gibt es eben nur in Kombination mit der betreuten Weiterbildung und sind damit sehr hilfreiche Instrumente, um Lernziele erreichen zu können.
Die Beteiligung im betreuten Forum und die Peer Reviews werden etwas schwächer eingeschätzt, also mit rund 70% als hilfreich oder eher hilfreich. Das, glaube ich, ist auch ganz logisch, weil Forenbeiträge ja oft einmal sehr widerwillig auch getätigt werden und auch die Peer Reviews oft auch sehr mühsam sind. Trotz allem muss ich sagen, ist dieser Wert von 70% doch relativ hoch aus meiner Sicht. Und gerade die Peer Reviews gibt es eben auch nur in diesem betreuten Weiterbildungsangebot unterstützend zum MOOC dazu. Wenn wir uns diese Ergebnisse jetzt noch einmal im Detail anschauen und zusammenfassen und auch noch einmal Bezug nehmen auf den Titel unserer Session, also ein MOOC ist nicht genug, dann können wir zusammenfassen, dass unsere Evaluierungsergebnisse gezeigt haben, dass einmal der OER MOOC eine gute und wichtige Basis darstellt für den Wissenserwerb. Dazu zählen eben die Videos, die Transkripte, aber auch das Begleitmaterial. Aber ein richtiger Kompetenzerwerb in der Nutzung und Erstellung von OER wird durch die Arbeitsaufträge erlangt. Und wichtig dabei ist, dass die Arbeitsaufträge ja nicht lose ohne Feedback erfolgen, sondern man wirklich auch begleitet wird und Feedback auch von den Vortragenden in dieser begleitenden Weiterbildung auch erhält. Ein nachhaltiger Kompetenzausbau wird dann auch durch Peer Reviews, durch Diskussionen und die Beantwortung von offenen Fragen erreicht. Die Beantwortung der offenen Fragen kann man natürlich einerseits übers Forum machen. Wir wissen aber auch aus unserer Evaluierung, dass gerade die synchronen Einheiten dafür sich besonders gut geeignet haben, weil man eben dann noch einmal nachfragen kann und in der schriftlichen Beantwortung im Forum natürlich nie alle Facetten auf eine Frage auch beantwortet werden können. Und noch einmal zusammengefasst sagen rund 93% unserer Absolventinnen der betreuten Weiterbildung, dass der Lernfortschritt als hoch oder eher hoch eingeschätzt wird. Trotz, und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, trotz doch relativ hoher Vorkenntnisse auch. Ja, wenn man sich jetzt diese vielen Bausteine, die wir Ihnen jetzt hier präsentiert haben, einmal zusammenspielen, dann kann man schon noch einmal in einen ja prozesshaften Ausblick Folgendes sagen. Um OER langfristig auch zu verankern, ist natürlich eine OER-Policy ganz ein wichtiges Medium. Das heißt, es ist die Basis, mit der man dann unter anderem auch Bedienstete qualifizieren kann. So, die Policy gibt den Weg vor. Man tut mit einer Weiterbildung Bedienstete qualifizieren, ermöglicht ihnen dann auch über ein eigenes OER-Portal die Veröffentlichung. Auch das ist in unseren Weiterbildungen ganz spannend auch zu sehen. Also wir haben in den ersten zwei Weiterbildungsdurchgängen noch kein OER-Portal gehabt. Das hat zu sehr starken Verunsicherungen geführt. Und wir werden jetzt dann im nächsten Durchgang auch schon ein OER-Portal präsentieren können und sind davon überzeugt, dass das Sicherheit gibt und auch ein ganz ein großer Mehrwert ist für die Bediensteten und auch ein Motivationsfaktor. Mit Hilfe einer Policy, mit Hilfe eines Weiterbildungsangebots und eines eigenen OER-Portals ist es dann natürlich auch möglich, dass man im Rahmen des Projektes Open Education Austria einen Wissensaustausch macht, dass wir uns auch als Universität zertifizieren lassen können im Bereich der freien Bildungsmaterialien. Und werden dann darüber hinaus langfristig natürlich unseren Bediensteten auch einen laufenden Support anbieten, damit die Nutzung und Erstellung auch weiterhin motivierend ist. Dass es Anreize gibt, dass man sozusagen auch nicht allein gelassen wird und eine mögliche Rechtssicherheit im eigenen Tun auch erlangen kann.